Ja, moin! Wir sind wieder zurück bei Economics oder Economics oder Ecognomics. Ich bin mir da wirklich nicht ganz sicher. Unsere Mischung aus Stadtaufbauspiel und Roguelike Dungeon, wo alle unsere Charaktere so fette Kartoffeln haben. Und apropos fette Kartoffeln, für das erste, was ich euch zeigen möchte, müssen wir einmal das Spiel beenden. Und dann starten wir es wieder neu. Das sind nämlich nicht irgendwelche Kartoffeln. Finanziell supported vom Bayerischen Staatsministerium und FFF Bayern. Das sind originale bayerische Kartoffeln. Ist ist geil. Was können wir denn eigentlich seit der letzten Folge freischalten? Wir können unseren Boomerang Boy aufbessern. Das finde ich schon mal ziemlich geil. Beziehungsweise wir kaufen uns einfach, was geht, weil so viel Auswahl haben wir hier sowieso nicht. Ach ja, und wir haben die Lore dieses Spiels noch ein bisschen für uns erweitert. Nämlich, dass dieses Rohr hier ein Scheißrohr ist und die ganze Zeit die Gülle in den Brunnen pumpt. Und genau da werden wir jetzt eintauchen. Wenn du die erste Folge verpasst hast, rate ich dir, diese anzuschauen, weil dann verstehst du den ganzen Bums, der hier abgeht, deutlich besser. Ich erkläre es ganz kurz. Wir haben hier einmal die Schneideatzen, die die Bäume wegmachen. Dann haben wir die Kämpfer, die die Hühnchen kloppen. Wir brauchen Holz für alles, was wir herstellen und wir brauchen Nahrung, um überhaupt überleben zu können. Denn jede einzelne Runde, die wir hier spielen, kommt eine Fledermaus mehr und klaut uns unser ganzes Essen. Und nachdem wir letztes Mal den Boss am Ende der Höhle besiegt haben, hat sich die Höhle scheinbar ganz schön erweitert. Jupp, da kommen wir in diesem Try nicht ganz unten an. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Heißt, wir holen hier erstmal alles in Ressourcen ran, so gut wie es geht und dümpeln dann auch so schnell wie es geht einfach weiter nach unten. Servus, Zinzi! Ich habe vergessen, wie die eigentlich heißt. Und da wir uns nichts in deinem Shop leisten können, wirst du jetzt erstmal ausgeraubt. Nee, 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 nee. Junge, bei dir kaufen Kartoffeln ein. Was hast du jetzt eigentlich erwartet, was du da für ein dickes Geschäft machst? Boah, hier sind so viele Hühner, da könnte man fast wieder überlegen, ob man hier zwei Runden bleibt. Aber überall, wo man zu lange bleibt, kommen halt immer mehr Fledermäuse. Und außerdem sind die Hühner gerade abgestürzt. Heißt, wir verbissen uns wieder. Wir haben ja auch diese Holzstämme, die wir auch abbauen können. Wir dürfen die aber nicht trappen, sonst greifen die uns an. Ja, und die bewegen sich dann während dem Zug hier die ganze Zeit durch die Gegend und sind ein bisschen nervig, weil man die dann nicht vernünftig abbauen kann. Wir hoffen jetzt einfach, dass der nicht zu weit wegspringt. Und natürlich, der springt, Alter, bis ins Himalaya. Ich brauche halt noch einen Zug, um den wegzuhauen. Aber dann sind die eigentlich komplett ineffizient. Ja, wir lassen den Typen stehen. So einen Beta wollen wir sowieso nicht dabei haben, ne? Jemand, der vor Kartoffeln wegrennt. Und wäre mal nett, wenn wir langsam genügend Holz hätten, dass wir uns eine vierte Einheit kaufen können. Wir wollen dann doch schon einiges hier erreichen an der Tiefe, ne? Damit wir neue Ressourcen bekommen, um unsere Stadt weiter auszubauen. Die Höhle hat ja auch so verschiedene Farben. Also im Tutorial haben wir quasi den Vogel besiegt hier oben nach der ersten Schicht. Die zweite Schicht haben wir dann in der ersten Folge auch noch abgeschlossen. Und jetzt sitzen wir an der dritten Schicht, wo wir wahrscheinlich neue Rohstoffe bekommen. Also ein bisschen hier in dieses Beige reinzunudeln ist jetzt das Ziel. Bärbel, was sagst du dazu? Du hast ein Boomerang-Upgrade, das wir uns gerade erst geholt haben. Das holen wir uns natürlich direkt hier. Geile Meile. Oh, und dann kommt der halbe KFC hier wieder aneinander. Oh, aber durch das Upgrade kann ich mir jetzt keinen zweiten Boomerang leisten. Alter, hier wäre ein zweiter Boomerang so unfassbar stark. Ne, weil der springt ja immer über, ne? Und jetzt sind die Hühnchen alle tot. Ich meine, ich kann auch diesen Koch machen, der macht quasi dann Nahrung aus Holz und dem Fleisch. Ja, oder ich mache halt einfach einen zweiten Boomerang, um ein bisschen mehr Hühner zu farmen. Und normalerweise haben wir hier auch auf jeder Map genügend Hühner. Komm, wir gehen mal auf die Strat. Aber auch wenn die Hühner hier gut stehen, wir sollten keinen zweiten Zug hier bleiben, weil hier ist eins dieser Fledermausnester. Die machen, dass jede Runde nochmal eine Fledermaus extra spawnt. Heißt, es wird uns immer mehr Essen abgezogen. Und die ist halt hier auf einer einsamen Insel, wo ich nichts draufstellen kann. Naja, also das läuft halt komplett scheiße. Und das Essen wird halt jetzt schon wieder knapp. So, Junge, wir sind gerade erst hier die zweite Schicht eingetaucht. Entschuldigung, Renate, ich klau dir mal dein Schnitzel. Ich hoffe, du tickst deswegen nicht so aus wie die Weidel. Niemand ist ja mein Schnitzel. Keiner darf mein Schnitzel essen. Diese dicken Hühner konnte ich bis jetzt nie töten. Wenn ich hier drüber und drunter so einen Bumerang setze, ne, dann springen die doch über und töten hier beide großen Hühner, oder? Das müsste doch klappen. Jawohl, das hat richtig dick Essen gebracht. Alter, guckt euch mal da oben an, Alter, der Balken ist fast voll. Alter, ich spiele das Game jetzt durch in dem Try. Jetzt kann ich halt entweder dahin gehen, wo ich weiß, dass es dort viel Essen gibt oder dort, wo ich weiß, dass es gefährlich ist. Es klingt jetzt erstmal dumm, dahin zu gehen, wo es gefährlich ist, aber wahrscheinlich gibt es da halt auch irgendwelchen coolen Loot, oder? Aber nee, ich will in das neue Gebiet kommen, heißt, wir spielen es jetzt mal safe. I'm sorry, ja, ist langweilig. Die Plattformen, die wir gerade bekommen, sind aber wirklich echt gut, dass hier immer so viele Hühner nebeneinander stehen. Ich kann ein Gnom sagen, dass er weniger Leben hat, aber dafür bekommen wir 30 Nahrung. Dann kann ich doch eigentlich den hinstellen, der sowieso schon aufs Maul bekommen hat. Und dann kaufen wir das andere noch, ne? Da kriegt er wieder mehr maximales Leben dazu. Heißt, wir haben unser komplettes Geld rausgeworfen und im Endeffekt steht der Typ genauso da wie vorher. Hammermäßig. So, wir sind in einem neuen Gebiet. Wir haben solche Wurzeln, die breiten sich auf angrenzende Felder aus. Ein Fledermausnest, die sind jetzt aber stärker. Die haben
haben jetzt 14 Leben. Heißt, ich muss jetzt 2 von meinen Bergbauern hinstellen, damit die das überhaupt wegbekommen. Und da unten hätten wir eigentlich noch eins. Das heißt, ich hoffe jetzt einfach mal, mein Bumerang-Boy schmeißt hier unten auf das Nest und springt dann noch genug weiter, dass wir diese komischen Elche auch wegbekommen. Rehe sind das. Die haben nämlich 10 HP. Und wir haben ja 7 Damage pro Runde, ne? Jede Einheit macht genau 7 Züge. So ein geiler Wildbraten, da hat jetzt natürlich schon gut zu meinen bayerischen Kartoffeln passen. Der jetzt hier mit einem HP überlebt, willst du mich eigentlich komplett verarschen. Naja, wir tauchen weiter ab. Auf eine gefährliche Stage. Oh, Donnerholz, was geht jetzt ab? Ein laufender Baum mit Kontrolle über die Kraft der Blitze. Verursacht massiven Schaden an einem zufälligen Gnom am Ende der Runde. Heißt, ich kann hier sowieso nichts taktisch planen, sondern ich stelle jetzt meine Leute einfach um den herum hin. Ja, merci. Ja gut, der wird dann zu dem einzigen Feld laufen, das frei ist. Warte mal, kann ich das irgendwie sinnvoller planen? Eigentlich nicht, weil ich muss ja erst diese Nester wegmachen. Oh nee, die greifen trotzdem dieses Donnerholz an und nicht die Nester. Eieiei, oh, das könnte knapp werden. Ja, das Nest hat jetzt nämlich hier einiges an Fledermäusen dazugeholt. Ja, leck mich doch am Zipfel. Aber wir haben den jetzt hier im Eck, dass der sich nur ein Feld vor und zurück bewegen kann. Ja, das ist ja schon mal ganz gut. So, weg mit dem. Dadurch haben wir jetzt 2 von diesen Klauen bekommen. Die Klauen wissen wir schon mal, die können wir herstellen für diese Tickets, dass wir gratis shoppen können. Und auch für weitere Sachen auf dem Technologiebaum. Für unsere Kartoffelforschung. Boah, hier geht halt gleich wieder eins von diesen Nestern los. Aber dafür springen wieder meine Bumerangs gut, weil die Rehe können hier eigentlich nicht abhauen. Bumerangs, Bumeränge, Bumeroinge. Wir verlieren jetzt 30 Essen jede Runde. Nee, ah, ich habe mich schon wieder verklickt. Ah, ich habe eine zweite Runde gestartet, das wollte ich doch gar nicht. Nee, jetzt schickt er noch mehr Fledermäuse. Ja, ich wollte doch logischerweise nach unten, Alter. Das hat uns jetzt wieder alles versaut. Komm, wir gehen nicht in den Shop. Wir nehmen hier nochmal eine Kiste mit. Geil, 20 Holz, das wollte ich absolut nicht haben. Oh, und einer meiner Menschen ist draufgegangen. Ja, das ist dann aber auch ziemlich frech. Oh, die Elche überleben alle so knapp. Ah. Ich meine, gut, es ist auch wahrscheinlich nicht so vorgesehen von dem Game, dass man immer sofort das Ende von der nächsten Stage erreicht, ne? Aber mich nervt es trotzdem. Junge, Alter, wie viele von diesen Scheißdingern stehen denn da? Ja, die spawnen halt jetzt unfassbar viele Fledermäuse. Ja, das war's jetzt gleich. Aber komm, immerhin haben wir es ganz nach unten geschafft. Zu dem legendären Hahnenkönig, der aus irgendeinem Grund den Fortschritt meiner Kartoffelkolonie im Weg stehen möchte. Was eigentlich so sein Goal ist, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Oder hat dem jemand seinen Schnitzel geklaut? Ah ja, das war's sowieso mit unseren Ressourcen. Jetzt können wir diese Tickets herstellen. Ich habe jetzt aber mal die Produktion in dem Haus gestoppt, falls wir uns mit diesen Klauen einfach noch was Besseres bauen können. Nämlich diesen Flugplatz, dann können wir einmal eine Stage überspringen. Indem der Karten produziert, aber das Karten produziert, braucht auch wieder Klauen. Ich kann aber auch jetzt diese Tickets ausbilden und mit den Tickets kann ich mir hier auch noch Sachen kaufen. Dann machen wir die Suppe um 1 besser. Das ist eigentlich schon auch gut. Ja komm, ich setze jetzt erstmal diesen Flugplatz hier hin. Dann entwickeln wir jetzt aktuell einmal so eine Karte, aber noch keins von diesen goldenen Tickets. Aber mit der Karte kann ich mir einen Ninja kaufen. Springt auf ein anderes Feld, nachdem sie Schaden erhält. Warte mal, jetzt kommt's mir erst. Ich habe mich in der ersten Folge beschwert, dass dieses Spiel teilweise so scheiße übersetzt ist, wie hier zum Beispiel. Um Suppe, 3 Nahrung, um Suppe zu bestellen. Glaskanone, verursache 1 zusätzliche Sachen. Also statt Schaden. Ich dachte halt, ja, ist halt scheiße übersetzt, ne? Ist wahrscheinlich von einem kleinen Hersteller. Junge, das ist ein bayerisches Spiel. Ich meine, ja, die Bayern, die tun sie manchmal auch ein bisschen schwarm im Hochdeutsch, gell? Aber so bleibt mir uns auch nicht ausstellen. Ich kaufe jetzt den Ninja. Ist das überhaupt gut, dass die dann einfach immer abhaut, wenn die Schaden bekommt? Also gut, damit kannst du die quasi auf so Felder hinstellen, wo du sonst zum Beispiel so einen Baum trappen würdest. Und wenn du die Gegner trappst, dann greifen die dich an. Naja, wir tryen es einfach mal. Was haben wir eigentlich für Dekoration für unser Dorf besetzt? Einen geilen Buschkimmel hier stellen. Schade aus wie die Gnädel, die hier wohnen. Naja, wir gehen mal wieder im Scheißeloch buddeln. Auf geht's. Boah, der Ninja kostet halt direkt 30. Hat er dann wenigstens irgendwie mehr Leben oder so? Ja, komm, wir probieren's. Ja, hat jetzt nicht so gut geklappt, weil halt einfach der normale Holzfäller Schaden bekommen hat statt dem Ninja. Aber ich schätze, der Wille zählt. Ja, moin, Alter, ich bin in der dritten Stage und jetzt ist schon einer dieser schwarzen Benüppel da, die ich einfach nicht kaputt machen kann. Das läuft ja schon mal komplett scheiße. Kinder mir aufhören, die Gnädel zu ärgern. Oh, eine geheime Aufnahme. Wer hat meinen Knödel abgehört? Stimmt mit mir was nicht, stimmt mit mir was nicht, Milbert. Ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt, Jeremy. Wer hat die Mutter von Jeremy... Warte mal, hä? Mein Ninja hat sich gerade von hier drüben nach da ganz hinten teleportiert und konnte deswegen dieses Nest nicht wegmachen. Ja, das läuft ja hammermäßig. Und solche Inseln nehme ich gerade auch komplett auseinander, weil ich wieder diesen Koch genommen habe, ne? Und er kann nichts herstellen, wenn er nicht Holz und Fleisch bekommt. Weil die Kartoffeln schmecken am besten mit Holz oder so. So ganz habe ich das auch nicht verstanden. Ach du Scheiße. Junge, dieses Donnerholz nimmt mich ja komplett hops. Ach du Scheiße. Vor allem dauert das viel zu viele Züge, das Ding zu besiegen, ne? Bis dahin hauen mich halt die Fledermäuse weg. Und jetzt ist der abgestürzt und weg.
und ich kriege nicht mal seinen Loot. Alter, wirklich, hier funktioniert überhaupt nichts. Boah, der Koch ist halt am Anfang, glaube ich, wirklich unnötig, wenn ich einfach nie sicherstellen kann, dass die Leute nah genug aneinander stehen. Ja, also an dem Try war jetzt halt auch wirklich einfach alles scheiße. Aber hey, wir haben zwei von diesen Klauen mitgenommen, heißt, wir stellen jetzt in den beiden neuen Häusern etwas her. Ich würde den Ninja dann auch direkt aufbessern. Der hat mir nämlich schon gefallen, einfach weil der auch Hühner und sowas angreifen kann. Also ich weiß nicht, ob der Holzfäller das auch kann, er hat es zumindest nie gemacht. Und wenn ich zwei von diesen Karten habe, dann kann der danach ein Feld weiterspringen, wenn es fertig abgebaut hat, quasi genauso wie es diese Schneidekart gemacht hat. Aber sonst können wir hier noch keine neuen Häuser oder irgendwas bauen. Aber wir haben wieder aus dem letzten Versuch gelernt. Heißt, diese hier wird natürlich wieder besser. Kann ich eigentlich auch Gnome umbringen? Weil ich habe mir halt jetzt die Jägerin geholt, ne, weil ich mir am Anfang nichts Besseres leisten kann, wenn ich den Ninja nehme. Aber eigentlich will ich die langfristig nicht behalten. Ah, scheiße. Und in der ersten Stage war schon wieder so ein Nest da und ich habe es wieder nicht gesehen. Alter, leck mich doch am Arsch. Und wir haben nicht mal wirklich Holz geholt für die dritte Einheit. Junge, okay, ich nehme alles zurück, das ich dazugelernt habe, ne? Der Versuch ist jetzt schon wieder so unfassbar scheiße. Wir starten mal freiwillig nochmal von vorne. Aber jetzt haben wir auch dieses Ticket verloren. Also man riskiert ja auch mit jedem Try etwas, wenn man eben zu viele Sachen mitnimmt in die Schlucht. Aber wir können doch nicht unvorbereitet unsere Kartoffeln in den Güllegraben schicken. Also dieses Mal gehen wir das Ganze etwas sinnvoller an. Heißt, erster Zug wird erstmal ganz viel Holz rangeholt, weil dann können wir uns schneller mehr Einheiten kaufen. Wir haben auch einen Gegner umgebracht, wunderbar. Ja, guck mal, das Schneidekart hüpft dann wirklich weg und fängt nicht an, Hühner zu töten. Das kann dann nur der Ninja. So ein Zipfel. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist, hier immer zu den schwierigen Gegnern hinzulaufen, wie zu dem Donnerholz. So ist es einfach schlauer, den zu umgehen. Ich renne halt immer zu dem hin. Ist doch ein lustiger Geselle. Und ich erhoffe mir dicken Loot, aber bis jetzt habe ich den noch nie so wirklich bekommen. Aber guck mal, dieses Mal kriegen wir den. Mit zwei geilen Klauen. Meine Einheiten haben halt jetzt schon alle eigentlich viel zu viel Damage bekommen, als dass wir jetzt die ganze Zeit irgendwelche Bossfights machen. Aber gut, so werde ich meine alten Units auch losen, kann die mit der Zeit alle mal durch die Ninjas ersetzen. Alles für mehr Stonks. Auch wenn es unserer Stadt wahrscheinlich mehr helfen würde, wenn ich einfach mal das untere Ende von diesem Dungeon erreiche. Wir können uns vom Essen her auch gerade noch relativ gut halten, sagte er und bekam dann eine Stage, wo er wieder mal diese Fledermaus-Dinger nicht rechtzeitig wegbekommt. Ich kriege gerade nicht im Kopf ausgerechnet, ob wir die Hirsche noch mit wegbekommen, aber ich hoffe es einfach mal. Hört doch auf, das Holz zu kloppen! Na gut, dann kriegen wir halt nur einen Hirsch, weil meine Leute wollten Holz kloppen. Und das war's schon wieder. Ach du Scheiße, wir haben ja wirklich bald schon alle Upgrades, die wir hier bekommen können. Ja, wir müssen dann erstmal in die trockene Schlucht, um da unsere Wurstapparate zu verlegen oder was auch immer das da oben eigentlich sein soll. Hey Junge, wie soll ich denn die Scheiße schaffen? Soll ich einfach 10 von diesen Karten sammeln und dann kann ich einfach 10 Stages auf einmal überspringen? Das klingt ganz sinnvoll. Müssen wir jetzt nur noch 5-mal den kompletten Dungeon durchspielen, bis dass wir dann einen guten Try haben? Es könnte sein, dass man den Fortschritt hier deutlich langsamer macht, als ich dachte. Aber dafür haben wir eine schöne Parkbank. Kartoffelbär der Fee. So jung kommen wir nimmer zusammen. Außer wenn wir das nächste Mal gemeinsam wieder ins Scheißeloch steigen. Ich hoffe, du schaltest dann auch wieder ein und bis dahin, ciao.